Hallo und ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schade, dass ihr nur den Johnny seht. Ja, das stimmt. Das ist sehr schade, aber mein Bruder ist nicht in der Lage, eine Webcam am Computer anzuschließen, weil er aus einer Zeit kommt, wo das alles mit dem Internet und so noch alles Neuland war und sich mit Moment, Technik nicht so gut auskennt. bei mir hieß ja, Kamera anschließen noch, du musstest nachher die Dias einzeln einscannen und dann halt aus 25 Dias einen Film machen. Solid, und weil er keine Ahnung von Technik hat, setzt er auf Apple-Produkte. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Ausnahmsweise auch auf dem Zweitkanal oder wie gewohnt über die Website. Im besten Fall einfach beides. Wir haben mal wieder die Zeit gefunden. Es ist ja regelmäßig, kann man aktuell nicht dazu sagen, ne? Momentan schon. Wirklich? Ich glaube, der letzte kam geregeltermaßen vor 3 Monaten raus. Ja, vor allem habe ich dir den letzten vor 6 geschickt, ne? Und dann kam Ja, der stimmt. vor 2. Aber es ist ja auch schön, dass meine Dinge bei dir liegen. Ja, Ja. wofür werden wir diesen Podcast nutzen, Herr Sch Esch? Ich hätte fast Schmidt gesagt, aber das ist ja gar nicht mehr aktuell. Das ist so weit in der Vergangenheit, da ist jetzt unser Podcast aktuell. Oh, gut, das stimmt tatsächlich, ja. Aber man, alte Gewohnheit, old habits die hard, ne? Ich meine, man Ja, sagt das okay, ja man nicht muss für ja noch ungefähr. zu deiner Verteidigung sagen, es ist noch, also wird auch noch eine ganze Zeit sein, länger, dass du mich unter Schmidt kennst als unter Esch. Das stimmt, ja. Und außerdem Na, ist Schmidt ja auch also, mein Nachname, also liegt das auch immer ja. so ein bisschen nah, ne? Das ist ja so ein bisschen. Aha. Außerdem habe ich dich ja auch sehr oft Herr Schmidt davor genannt. So, ne? Ist Das richtig, das ist haben auch ein viele Problem. gemacht. Ja. Ja. Ja, wir können über vieles reden. Die Frage Ja. ist halt nur, wollen wir das oder wollen wir einfach vor uns hinschwitzen? Ja, schwitzen können wir schon mal anfangen. Ich würde sagen, wir nutzen das wieder, um den Leuten mal so ein bisschen zu erzählen, was wir aktuell machen, ne? Wie immer, das machen wir jedes Mal. Wir machen kommt zu nichts anderem mehr. Ja, wir haben auch gar keine Themen mehr, aber ihr könnt mal welche in die Kommentare schreiben, ne? Für alle, die Obwohl. gar nichts mit diesem Podcast anfangen können, ist in der Beschreibung übrigens auch ein Link, wo ihr seht, worüber wir schon alles geredet haben. Und ihr werdet feststellen, eine ganze Menge. Das Ganze hieß am Anfang mal On the Road to eSport, da also gab es sehr viele eSport-Themen. Dann haben wir irgendwann auch angefangen, über Getränke, Bier, Hopfen, Smoothie, Hopfen, etc. zu reden. Ging dann rüber über Akzeptanz der Eltern, über unsere Handballleidenschaft und boah, eigentlich haben wir wirklich über Gott und die Welt geredet. Über Game of Thrones, apropos Gott, da war auch ein Thema. Fällt dir doch was ein? Ich glaube, die Game of Thrones Folge haben wir nie released, aber Oh, okay. habe Also, ich's? wir haben Ja, so, wir haben ja dann in upsie. dem Sinne ja drei, das ist ja ganz nett, wir können ja alle neuen nochmal abholen, das ist ja auch nett, ne? Ja, gönn dir. Also, wir haben in dem Sinne ja drei Formate auf einem Podcast-Kanal. Das heißt, On the Road to eSport, das wird auch immer mal wieder ausgegraben, wenn es uns dann was Neues einfällt oder vielleicht irgendwann wäre mal interessant, doch mal eine Folge zu machen, was hat sich so im eSport getan, so ein Oder auch mal wieder Jahresrückblick. Gäste einladen, das geht natürlich auch. Das könnten wir auch wieder machen. Und dann gab es einen Ausflug ins Kinoland. Das fand ich sehr cool. Und Da haben das wir über hat wirklich Star Spaß Wars gemacht. geredet. Das war nur einmal. Das liegt auch daran, weil es halt zeitlich passen muss. Wir müssen zusammen den Film gucken. Und wir wollen jetzt nicht nur über, also ich schon über alte Schinken reden, Das aber stimmt, ja. Ich müssen wir muss mal auch sagen, gucken. ich sehe Aber leider weißt du, nicht so was viele letztens, Kinofilme, ne? ja, weißt du, was letztes Mal war und ich habe es leider nicht geschafft? Es lief nochmal Interstellar, Quatsch, nicht Interstellar, Inception im Woki. Oh, lol. Aber nur einmal so, what the fuck? Voki ist quasi ein altes Familienkino in Bonn. Und da habe ich damals bei der WM, wo wir 7-1 gegen Brasilien gewonnen haben, habe ich es im Kino geguckt. Das war eine komplette Eskalation. Ich kann Das mich. hast du, glaube ich, auch mal erzählt. Stimmt, das habe ich Ja. sogar einmal hier im Podcast erzählt, ne? Ja. Das war aber Wo man wirklich wieder rausgegangen ist und dann fantastisch. kam der rein und dann so, hä, wieso ist da schon wieder einer draußen, weil er Bier holen musste? Ja, Und das so. war Das war fantastisch. natürlich lustig. Ja, es war eine Genau, schöne also. Zeit. Wir haben uns ja so über den Podcast auch erst kennengelernt, ne? Ja, Wir sind genau. zwar auch Geschwister, aber man redet ja in so einem Haushalt eigentlich nicht. Irgendwann haben wir gesagt, lass mal einen Podcast machen, um es kennenzulernen. Jetzt wissen wir, wir mögen uns eigentlich gar nicht. Aber so, Ja, deswegen bist du ja mitgefangen, auch nach mitgehangen. Berlin gezogen. So ist es. Ist quasi eine Flucht. Ich habe Ja. gehört, Patenonkel fliehen. Fliehen. Einfach nur auf und davon. Momentan alle. Ja. Toll. Ja. Alle Ich muss sagen, zwei. ich habe euch das gesagt, ne? Das möchte ich nochmal sagen. In dem Punkt. Ich hatte es angedeutet. Klar. Konnte man auch ahnen, wer Nein. mir auf Instagram folgt. Ansonsten ist ein bisschen schwerer. Instagram hattest du erstens danach, zweitens hat Ja. keiner geglaubt, du es länger als 2 Wochen da aushältst, du auch nicht. Das Und das stimmt. Einzige ist, weil du so faul bist, schaffst es nie wieder zurückzukommen. Das ist auch mal ein Statement. Ich So. dachte, ich wäre zu faul, es zu schaffen. Aber okay, so kann man es natürlich auch drehen. Nee, du warst jetzt mal da und dann hat dich die natürliche Schwerkraft deines Seins dich da gehalten. So kann man das natürlich auch formulieren. Gerade hält mich hauptsächlich mein Schweiß an diesem Stuhl, muss ich sagen. Du hast über Hitze Das ist geredet, so, aber du weißt gar nicht, was ja, Hitze ist. In boah, aber das Berlin ist so ist eklig. bei dieser Aufnahme gerade 38 Grad, ne? Also jetzt nicht mehr, aber was am Tag. Und bei euch, als ich mit. Ich Wahnsinn. habe. Nee, Moment, Ja, wait, ich habe wait, wait. heute habe ich noch mit unserem gemeinsamen Vater gesprochen, der Ich gesagt weiß, ich hat, hab's gehört. 28.
Ja, Moment, Moment, wait. Das war in Troisdorf, als du angerufen hast, abends um Ja, das halb war acht. 18 Uhr? Nee, das war danach. 18:30 Uhr? 18. Ist auch egal. Also Ja, auf es jeden war Fall waren es zumindest heute in lächerliche Bonn, Temperaturen. als wir draußen waren, waren 36 Grad Na gut, okay. im Ja, Schatten. ich gönn's euch ja. Man muss ja auch gar nicht darüber streiten, wo es am wärmsten ist. Und das Schlimmste ist ja echt, du stehst von so einem Stuhl auf und machst einen nur. Ja. Ich weiß auch. Ach komm, ich zeig's euch, ne? Ich meine, also ich zeig's Oh denen, dass nein, sie ey, können. zeig, nee, nicht schon wieder. Seht ihr Wenn der so das? anfängt, das wird Ich weiß ganz nicht, ob man schlimm. das sieht. Aber also quasi, es gibt Schweißflecken und es gibt Trockenflecken. Ich habe nur Also noch Trockenflecken. ihr könnt so froh sein, dass ihr das gerade nur hört, für die, die es nur Ja, hören. absoluter Das Bonus, ne? will keiner sehen. Das kann man auf jeden Fall auch so sagen. In der Theorie ist dieser Podcast früher übrigens jede Woche gekommen. Ab dem Moment, wo dann Erzähl's alle. doch geil, es hätte keiner gewusst, Ja, aber weil ab die dem. paar, die es damals gehört haben, sind verstorben. Ja, auch das stimmt. Grüße gehen raus an unsere treuesten Zuschauer, die das immer noch sehen. Ich muss da aber sagen, dass wir immer ganz stark darauf achten, nicht mit den Trends zu gehen. Dass ab dem Moment, wo alle angefangen haben, Podcasts zu machen und es tatsächlich finanziell lukrativ werden hätte können und es tatsächlich so war, dass Podcasts auf einmal eine Reichweite haben, haben wir gesagt, nein, nicht mit uns, nicht so. Der Kapitalismus darf nicht gewinnen. Und haben uns bewusst dagegen entschieden, weiterhin unseren guten Podcast Klar. zu machen, sondern stattdessen, wann immer wir Zeit und gegebenenfalls mal Lust haben und der andere nicht mehr Nein sagen kann, dann halt mal einen Podcast aufnehmen. Du weißt, wir haben ja mal über unser Streaming-Konzept auch gesprochen und da steht drin, das habe ich letztens nochmal gelesen, weil ich es hier vernichtet habe, also Ja. zumindest eine Schriftliche kopierte Version. Version, eine schriftliche, wie nennt man das? Eine Hardcopy-Version? Keine Ahnung, ist auch wurscht. So ein Ding halt, so Papier, die Alten werden sich erinnern. Das war Paperfall. kurz, das war kurz, ganz kurz nach den Schiefertafeln. Uff. Und Was stand denn jetzt drin? Jetzt spann das doch nicht so auf die ja, Folter hier. Podcast als elementarer Teil des Content Elementar. Production. Ja, da merkt man Ja, auch schon wieder, ja. dass du sehr viel Einfluss an diesem Ding Ich war hattest. der Zeit deutlich voraus. Ja, du warst der Zeit quasi so weit hinterher, dass du schon wieder vorne warst. Das war das Ding. Ich habe nie, da muss ich aber sagen, ich habe nie am Podcast geglaubt. Gar nicht. Mein Bruder wollte seit 2010 Podcast aufnehmen. Ich habe gesagt, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Jetzt hat jeder zweite einen Podcast und machen damit Welttouren. Das ist schon, Schön, ne? ja. Toll. Sieht Ja. man mal, wie der mich auf mich hört. Aber Na hättest du gut. mal früher wenigstens das Streamen gewusst, dass das erfolgreich wäre, da hättest du ja wenigstens damit was machen können. Nee, wegen unserer. Sch Boah, ey. Ich wollte es dir nur nochmal gesagt haben. Ne? Also, was den Riecher angeht, war mein Bruder auf jeden Fall schon immer groß dabei. Aber hast ja auch eine große Nase, ne? Das hilft ja. So eine große Nase hast du gar nicht, ne? Aber es weiß ja keiner. Du hast ja deine Webcam nicht angeboten hier. Jetzt lass mich hier nicht so hängen. Ich habe dich vorhin gefragt, soll ich die Kamera noch rausholen? Nee, nee, geht auch ohne. Ja, Ja, ansonsten ich habe doch hättest gesagt, du deine ja, ganzen bitte. schrecklichen Sprüche nicht drücken können. Ist Ja. egal. Gut, schwitzt du mal vor dich hin. Ich Ja. habe hier mollige, wahrscheinlich 32 Grad, von daher, ich mache mir gleich hier noch ein kühles irgendwas auf. Ja, du kannst ja auch einfach ein Ei wahrscheinlich auf deinem Schreibtisch braten. Haben wir denn noch ein Thema? Wir haben viele Themen. Aktuell, wir haben quasi sehr verspätet angefangen, weil mein lieber Bruder noch das Finale der U21-Europameisterschaft sehen wollte. Was ich verpasst habe wegen der Aufnahme. Aber Deutschland hat 2-0 verloren, oder? Ich habe jetzt 2-1. 2-1, sie haben auch ein Tor gemacht. Ja. Gleichzeitig sind unsere Frauen im Viertelfinale gescheitert und sind dementsprechend nicht für Olympia qualifiziert. Nope. Gleichzeitig ist auch bei Frauenfußball generell eine große Problematik, weil der ganze europäische Frauenfußball immer attraktiver, besser wird, mehr Zuschauer anlockt und der Deutsche eigentlich auf der Strecke bleibt. Die U21-Nationalmannschaft hat wiederum vor 2 Jahren schon die EM gewonnen und dadurch, dass sie wieder im Finale gekommen sind, kann man das durchaus als eine sehr, sehr positive Sache sehen. Wer der Frauenfußball nach diesem Viertelfinale aus wahrscheinlich vor einem Fiasko steht, weil man im Sommer kein großes Turnier spielen wird, die mediale Präsenz oder die Fernsehpräsenz tatsächlich mit das Einzige ist, was den Frauenfußball immer wieder zu Booms verholfen hat und dementsprechend das Ganze sehr schlecht aussieht. Das heißt, wenn ihr Kinder habt, die Frauen sind oder kleine Geschwister, dann schickt sie jetzt in die Sportvereine, sonst ist der Frauenfußball vielleicht verloren. Hier ist schon irgendwie, okay, sind ja zwei Themen. Das eine ist ja U21. Man Ja. hätte ja damals zur Weltmeisterschaft vielleicht schon den einen oder anderen jungen Spieler aus diesem tollen Kader holen können. Ja, vor Man, allem nur aus so als dem, Idee, ich so als meine, einer noch von schlimmer ist 80 doch Millionen von dem Trainern. von vor 2 Jahren. Ne? Also Ja, von ist 2 Jahren egal. war ja noch Meine ich ja, also Mitchell Weiser damals, hat ja noch damit das die. Finaltor gemacht.
damit wir eben bei der WM nicht so scheiße aussehen. Ja, ich meine, die WM, das ist natürlich generell so ein Reizthema. Der alte Kader, die Leute wirkten alle ein bisschen platt. Ich fand das Krasseste natürlich, dass man Sané nicht mitgenommen hat. Das war schon, ja, das war schon Next Level. So. Aber wir wollen uns ja gar nicht über Fußball aufregen. Frauenfußball, doch, das möchte ich jetzt auch noch kurz sagen. Weil ich finde es auch sehr schade, dass wir eigentlich eine sehr, sehr erfolgreiche Frauen, also schon lange eine sehr erfolgreiche Frauennationalmannschaft haben. Und jetzt, wo es gerade in anderen Ländern so durch die Decke geht, schaffen wir es halt nicht da, dran zu bleiben. Und ja, gut, man müsste da jetzt sehr detailliert drauf eingehen. Es hat auch strukturelle, glaube ich, Probleme, die so beim DFB liegen. Oder ja, auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, dass auch ein bisschen ist nicht mehr. Also, es gab eine Zeit, da waren einfach die so oft bei Titeln dabei, dass man so eine Birgit Prinz oder eine Nadine Angerer, die kannte man einfach, weil man die so oft gelesen hat. Die man jetzt hat, ist noch eine sehr, sehr junge Truppe zum großen Teil auch, wo man auch tatsächlich die meisten noch nicht kennt. Also da geht schon noch was. Also ich habe zum Beispiel gelesen, ich meine, für mich ist das aus Influencer-Sicht ja immer interessant, dass eine Spielerin hat angefangen mit 18.000 Followern bei dieser Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft? Weltmeisterschaft war es tatsächlich, ne? Ja. Die Weltmeisterschaft, und die hatte quasi 18.000 Follower, hat dann überraschend den Startelf, hat ein Tor geschossen und ist jetzt, also vor 3-4 Tagen, wo ich einen Artikel gelesen habe, bei 120.000 gewesen. Wenn man sowas natürlich medial auch nutzen kann und darauf dann halt eben einen Hype generieren kann, dann sind wir auch wieder in der Situation, wo einzelne Menschen dank des Influencer-Daseins so etwas tatsächlich mitschieben können, wo es früher nur das Öffentlich-Rechtliche konnte. Ja. Das ist was Gutes. Ich meine, das ist ja, jetzt biegen wir doch dahin drauf ab. Okay. Ich habe dazu mal eine recht spannende Kolumne gehört, die müssen wir jetzt nicht ausweizen, aber dass es halt auch darum geht, dass der DFB irgendwie nicht so viel Interesse daran hat, dass der Frauenfußball dementsprechend so groß wird als Konkurrenzprodukt oder sowas. Ja, lass mal die These mal so im Raum stehen. Wenn das so wäre, Erinnert mich das erschreckend an Parallelen, wie der DOSB jetzt gerade den E-Sports behandelt. Das Lustige ist halt nur, der E-Sports ist jetzt halt schon größer als der DOSB. Und der Frauenfußball aber nicht, weil er halt in den Strukturen feststeckt, in denen er halt nun mal ist. Und kann nicht aus sich heraus dann sagen, wir vermarkten uns anders oder sonst was, sondern ist jetzt an die Strukturen gebunden, die ja nur deswegen entstanden sind, weil die Frauen die ganze Zeit gesagt haben, hier, DFB, lass uns doch mal bitte mitmachen. Dann haben die gesagt, nee, dann haben die Frauen gesagt, okay, dann machen wir uns was Eigenes auf. Und dann hat der DFB gesagt, ja, nee, dann könnte reinkommen. Bevor er was Konkurrenzprodukt macht, dann kommt er besser rein. Ach, wirklich? Das ja, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also so verkürzte Form, ne? Okay. Also nicht, dass hier jetzt jemand aufsteht und sagt, was? Sondern also ganz verkürzt dargestellt. Und das erinnert mich, irgendwie kam mir die Parallele jetzt, als ich darüber nochmal nachgedacht habe und dachte mir so, ja, das mal gucken, wo sich der DOSB irgendwann in ein paar Jahren eingliedert. Ja, das ist natürlich so eine Sache, ne? Also die. Ja, wir haben ja schon gesprochen, brauchen wir eventuell auch gar nicht. Haben wir aber noch irgendwie einen Podcast drüber gemacht, ne? Das heißt, könnt ihr auch nachschlagen. DOSB, DFB ist auch in vielen meiner YouTube-Reden jetzt mittlerweile so ein bisschen reingerutscht, weil man es ja irgendwie da doch immer wieder thematisieren muss. Mein Lieblingsvergleich dazu ist ja der, ich mag keine Thriller. Und deswegen nenne ich Thriller jetzt Bad Books und normale Bücher einfach Bücher. Und dann habe ich das Problem gelöst. So wird es auf jeden Fall sich nicht lösen lassen. Kommen wir noch mal zu einer anderen Sportart, die einfach ein bisschen mehr Spaß macht als Fußball, nämlich den lieben Handball. Auch da Deutschland, sag ich mal, in einer problematischen Phase gewesen, nachdem man quasi Heiner Brandt natürlich langfristig dabei gewesen hatte, den man verloren hat, aber dann auch Diskussionen über sowas wie Uwe Gensheimer und so mit Ausnahmekönnern. Wo siehst du denn den deutschen Handball aktuell? Gar nicht so. Sorry. Alles gut? Ja, ich bin kurz gestorben, okay. Aber jetzt geht's. Schade. Ach so, fast nur. Na ja, gut. Kann ich gar nicht rauscutten, ne? Nee, nein, lässt drin. Sehr gut. Wenn du unsere Folge hier wenigstens schneiden würdest. Aber naja, das war letzte Folge. Also, Handball. Sagen wir mal so, ich habe letztens nochmal recherchiert, dass von den circa 700 irgendwas 1000 Mitgliedern, also über die Vereine und Verbände und sowas, knapp 300.000 unter 18 sind. Das heißt, wenn man sich das halt so anschaut. Wirklich, 300.000, holy shit. Ja, das waren so die Zahlen. Jetzt glaubt jetzt, ne, also nehmen wir mal an, die sind reell, dann haben wir eigentlich da für die Zukunft was ganz Solides. Jetzt auch mit dem Erfolg im Januar, also mit dem medialen Erfolg, jetzt auch, sag ich mal, einer guten Gruppe für die Europameisterschaft, wo man halt lösbare Aufgaben hat, sage ich jetzt mal, und dann halt auch weiterkommen könnte und dann halt die
K.O.-Spiele, sage ich jetzt mal, sind ja auch die, die medial eher ausgeschlachtet werden, wo es dann halt um was geht und nicht eine komische Doppelgruppenphase, wo dann noch Punkte für die nächste Gruppe mitnehmen muss oder lalala. Ne? Das ist dann auch immer so, wo der Vorsitzer. Warum haben Sie das System? Kann bitte mal jemand die Regeln der Regeln erklären, damit ich die Regeln verstehe? Ist auch so, also ich meine, wir gucken jetzt, hat man ja wirklich schon lange und trotzdem bin ich jedes Mal nochmal so, wie viele Punkte nehmen die mit? Ah, okay, okay. Und denke ich mir, das kann auch niemand verstehen, der Handball nicht verfolgt. Ja, besonders das ist ja immer dann vom direkten Vergleich abhängig. Derjenige, der auch noch mitkommt, da sitzt da, okay. Also unter welchen Bedingungen, ich meine, die Rechenspiele im Fußball sind ja manchmal schon absurd. Ja, aber bei Handball aber ist da ja wirklich, sind die halt ja vollkommen hinüber. Du kannst quasi ein anderes Team anfeuern, es ist dir egal, wer weiterkommt, aber wenn du einen direkten Vergleich gegen ein Team gewonnen hast, würdest du mit mehr Punkten steigen. Es ist völlig absurd. Aber ja. Also da könnte man auch bessere Modi wählen. Nur da hatten wir uns ja auch mal drüber unterhalten. Im E-Sports gibt es ja auch die mit den nochmal Refinals, dass du nochmal reinkommst, wo dann versucht Lower wird, Bracket, über relativ komplexe Turnierstrukturen eine Fairness einzubauen, die du eventuell gar nicht brauchst oder so. Egal. Ich sehe jetzt davon abgesehen, dass sich das die medial Präsenz auch jetzt gerade bei der letzten Meisterschaft halt sehr gut fand. Auch wie die das gemacht haben, was so im Hintergrund lief. Das habe ich relativ viel verfolgt und das fand ich sehr gut. Und auch diesmal hatte der DHB ein Rahmenprogramm für sich erarbeitet, wie die das halt medial nutzen wollen. Das heißt, die haben zum Beispiel den Verein gesagt, mach doch mal Handball schauen und danach Training oder davor Probetraining und danach Handball schauen oder so. Ach, also cool. Das zu verbinden und das hat zumindest das, was ich mitbekommen habe, in den Vereinen sehr gut funktioniert und hat auch dann zu höheren Anmeldezahlen halt wieder geführt oder ich kenne jetzt auch hier, klar, das hängt auch immer ein bisschen vom Trainer ab und wer es macht oder von der Trainerin, dass es halt auch Sommercamps gab, wo halt nicht alle genommen werden konnten. Ja. Weil die Kapazitäten in den Vereinen nicht da sind. Und das ist natürlich dann wieder auf der anderen Seite die Sache, dass du in meinem Handball in dem Sinne halt beschränkt bist aufgrund von Hallenzeiten, weil es auch immer mehr Trendsportarten gibt oder Sportarten, die halt auch Hallenzeiten brauchen. Und dann halt zu schauen, gerade wenn die Städte jetzt versuchen, ihre Infrastruktur wieder zu verbessern und dann Hallen sanieren müssen oder Schulen vielleicht sogar auf dem Land geschlossen werden, damit auch Hallen geschlossen werden und so weiter und so fort, führt das natürlich auch zu einer gewissen Problematik. Natürlich willst du auch nicht Fußball auf dem Acker spielen. Nur zur Not kannst du auch mal sagen, okay, wir trainieren jetzt einfach nur draußen. Das können wir Handball in einem begrenzten Maße auch machen, gerade wenn es um Leistungstraining geht oder sowas. Nur jetzt richtig handwerkliches Spielen auf einer Wiese ist halt doch noch was anderes. Deswegen ist das ja nochmal für sich eine andere Turnierform. Ja. Da sehe ich halt einerseits Problematiken und den zweiten großen Knackpunkt finde ich, das habe ich aber auch schon beim E-Sport gesagt, dass dieser jährliche ist ein großes Turnier, ich einerseits von der Belastung nicht sinnvoll finde und andererseits für die Hype-Generierung ist es halt einfach auch schwierig, weil jedes Jahr ist irgendein Handballturnier, was einen großen Charakter hat. Du hast jetzt auch, ne, siehst ja, jetzt haben wir die U21-EM. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Fernsehen die U21-EM-Finale gesehen habe. Das ist auch schon eine Weile her. Also, hättest du aber vor 2 Jahren sehen können. Ja, hätte ich. Ich wollte nur sagen, es konkurriert mit immer mehr Dingen, die auch parallel passieren. Und wenn es dann in dem Sinne nicht etwas so Besonderes ist, sondern eh jährlich etwas kommt oder im Zweijahrestakt eine Weltmeisterschaft ist, in 2 Jahren Takt eine Europameisterschaft ist oder im E-Sport noch krasser eigentlich jährlich halt eben der große Titel ausgespielt wird, ich weiß es nicht. Irgendwie ist mir der Unterschied zwischen einer Bundesliga und einer Weltmeisterschaft irgendwie dann halt doch recht lieb, dass es da halt eine größere Abstufung gibt, um zu sagen, das hat eine gewisse Wirkung und das wird nicht einfach mal so rausgeschossen. Olympia ist auch nicht ehrlich. So, ne? Natürlich hat das auch einen logistischen Grund. Nur ich finde auch, die Konzentration auf etwas Großes ist halt nochmal was anderes. Zum Beispiel Biathlon, also auch jedes Jahr eine Weltmeisterschaft. Und ich sitze da halt und denke mir so, okay, oder ist das ein Weltcup? Ich weiß es noch nicht, oder die heißen einfach nur Weltcups, keine Ahnung, siehst du, ich weiß es noch nicht mal. Und denke mir aber hauptsächlich bei, also die gewinnen dann, und dann denke ich, ja, das war cool, habe ich mir angeguckt, und richtig mitfiebern tue ich bei Olympia. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, aber das ist ja auch so ein bisschen das Ding, wo jede Sportart so ein bisschen, also verschiedene Systeme können ja trotzdem für andere Sportarten funktionieren. Schönes Beispiel, wir machen übrigens jetzt hier, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, Deutsche, euer Sport, ist Tennis, Wimbledon. Hast du tatsächlich jedes Jahr. Und trotzdem ist Wimbledon halt trotzdem immer eins dieser Turniere, diese großen Majors, die du beim Tennis hast, die generieren trotzdem immer noch mal ein Hype. Die Turniere drumherum allerdings noch weniger. Und auch im Tennis. Aber du hast doch auch jedes Jahr Bundesliga und jedes Jahr Formel 1. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Ja.
Nur du hast trotzdem auch in einem Tennis in Olympia nochmal, wo du sagst, okay, da geht es nochmal um was anderes. Da steht noch was anderes im Vordergrund. Also, du hast recht, dass das von den Sportarten auch abhängt. Nur irgendwie ist das gerade bei dem Teamsport, weiß nicht. Also, gibt es auch Teamsports, die jährlich eine Weltmeisterschaft haben, in Ich dem Sinne? weiß es tatsächlich nicht, zumindest fällt mir keiner ein. Ich glaube, Eishockey ist auch 2 Jahre mit Olympia im Wechsel, glaube ich. Also das ist ja auch. 2 Jahre mit Olympia im Wechsel geht nicht. Ja doch. Wie oft ist Olympia? Ja, Vierjährig? eben. Dann ist doch alle 2 Jahre ist quasi. Also ich meine Olympia, dann 2 Jahre Weltmeisterschaft, dann Olympia, weißt du? Also, Nee. du hast 4 Jahre. Im Ja. ersten Jahr ist die Weltmeisterschaft, im dritten Olympia, im fünften wäre die Weltmeisterschaft. Ah, nee. Nee, Moment. Du kannst im ersten und dritten und dann ist wieder Olympia im vierten. Okay, klärt das mal in den Kommentaren. Worauf ich jetzt gerne noch kommen würde, ist nämlich dieses Gott. Influencer-Ding, wo ich ein bisschen die Kurve wieder kriegen wollen würde. Das ist nämlich etwas, was mir bei Handball komplett fehlt. Also bei Handball muss ich sagen, den einzigen Nationalspieler, den ich gerade aus dem Kopf direkt kenne, ist Uwe Gensheimer. So, und wenn ich jetzt gucke, Uwe Gensheimer Instagram, dann hat der. Okay, der 225.000, das ist ja sogar annehmbar. Ich dachte, es wäre deutlich weniger. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Na gut. Aber wenn man das dann vergleicht. Oliver Georgisch, ah nee, der ist ja gar nicht mehr aktiver. Mist, der war ja Betreuer. Ja, aber der war natürlich. Hier Wolf. Ja, Handball, Wolf, Instagram. Ist okay. Andreas Wolf, 122.000. Ah, ist auch jetzt nicht so wenig. Ist auch nicht so wenig. Aber wenn man das jetzt vergleicht, aus meiner Sicht, mit zum Beispiel Tennis, wo du eine Einzelsportart hast, wo du auch immer diese Reichweite hast. Wir haben im Tennis, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, aber wir haben mit Zverev, ich glaube, so wird er ausgesprochen, ich lese den Namen normalerweise nur, einen der absolute Ausnahmekönner. Ständig in der Top 5 in letzter Zeit gewesen. Ich glaube, er war zwischendurch einmal ganz kurz auf Platz 1, hat große Probleme bei großen Turnieren zu gewinnen, gewinnt aber sonst ziemlich viel. Der ist zum Beispiel, der ist Deutscher und der treibt quasi Tennis-Deutschland gerade an und der ist halt direkt bei 805.000. So. Das ist halt einfach ein ganz anderer Reach und solche Leute Ja. können Boom auslösen, wie Boris Becker damals zum Beispiel. Ja, Ich bin wegen Tommy Haas zu Tennis gegangen. Ich bin nicht jetzt, wegen Uwe Gensheimer zu Handball. ja, Ich bin wegen dir zu und Handball. jetzt sind wir doch wieder bei dem Punkt, den wir damals auch schon mal hatten in der E-Sport-Folge über, beziehungsweise auch den Punkt, den wir angesprochen haben, dass auch ein E-Sport sich sehr stark über die Person definiert, obwohl es ein Teamsport ist. Ja. Das heißt, du hast einen sehr starken Personenkult, das hast du auch im Fußball, ne? In CR7 ist eine eigene Ja, klar, Marke. auf jeden Fall. Gleichzeitig haben die Vereine aber auch eine sehr starke Eigene Reichweite Fanbase. als, genau, und die ist natürlich die Frage, können das halt zum Beispiel ein VfL Gummersbach, der gerade abgestiegen ist, der hat es nie geschafft, aus einer Provinz herauszukommen, weil, sagen wir mal, Handball war oder ist geschichtlich relativ stark in den ländlichen Regionen. Und hat natürlich jetzt nicht so einen wohlklingenden Namen wie Köln oder Ja, wie aber Berlin. Gummersbach hat ja auch So, einfach alles wie. verkackt, ne? Die waren Ja, noch in der aber Lanxess Arena. ich wollte es dir ja nur mal. Also das war jetzt das beste Beispiel für mich. Okay, ja, gut, Ne? okay, so. Weil, wenn du jetzt erstmal fragst, wo liegt denn Gummersbach? Na Südlich gut. oder nördlich von Köln? Ne? Da fängt es ja schon an. Ja, das stimmt. Also, das meine ich halt, dass das ein Problem halt auch ist, dieser Sportart, dass du es halt nicht schaffst halt eben da oder nicht so viele Vereine halt das Interesse haben, das halt so hoch zu hängen. Andersrum, die Telekom Baskets im Basketball, FC Bayern München auch beim Basketball, die haben dann halt diese Sportarten für sich entdeckt und gesagt hat, okay, da wollen wir jetzt unsere professionellen Strukturen auch nutzen, um da erfolgreich zu werden. Wenn du im E-Sport siehst, ein VfL Gummersbach, VfL Wolfsburg hat einen anderen Klang des Namens, als wenn wir Pusemuckel sonst wen haben. Ja, auf jeden Fall, klar. Da bin ich auch bei dir. Aber ich glaube, genau das ist ja auch so ein bisschen das, was man da rausziehen kann. Wenn wir über sowas reden wie Frauenfußball, wenn wir über Handball reden und wenn wir über Tennis reden, dann ist das für mich, was alle diese Sportarten vereint, ist ein gefühlter, beständiger Überlebenskampf.
Also es ist immer dieses, wie können wir es schaffen, mehr Leute zu erreichen? Wie können wir das schaffen? Und die mediale Präsenz über große Turniere ist einer der wenigen Wege. Und vielleicht ist es deswegen für Handball sogar gut, dass jedes Jahr ein Turnier ist, weil sie dadurch jedes Jahr in den Nachrichten sind, auch wenn es vielleicht an Bedeutung verliert. Aber ich glaube, das, was den Sport noch mehr nach vorne bringen würde als einzelne Großereignisse, ist, wenn sie es schaffen, Persönlichkeiten herauszukristallisieren, man muss ja gar nicht Influencer schimpfen, die halt eben genau dazu führen, dass Leute auch das machen wollen, dass sie sich damit identifizieren. Wir haben das bei Leichtathletik mit Hartwig oder wie heißt der, der immer sein Trikot kaputt zieht? Rudolf Hartwig? Nee. Nee, Leichtathletik. Wenn wir uns vorbereiten würden auf Folgen, würde das vielleicht nicht so häufig passieren. Robert Hartwig. Robert, ja, war ich mit R noch gar nicht so. Ehemaliger deutscher Diskuswerfer. Das ist für mich zum Beispiel so ein Kavenzmann, ne? 2500 Windeln zum Abschied. Das ist übrigens das Erste, was kommt, wenn man ihn googelt. Googelt ihn besser nicht. Ja, das war mein Wort zum Sonntag. Hast du noch abschließende Worte? Wir sind noch gar nicht am Ende. Wir haben hier nur noch gefühlte 20 Minuten. Da muss ich dir leider widersprechen. Wir sind bei 26, 27 und haben erst bei Minute 3 angefangen. Also, haben wir noch 6 Minuten. Die Sache ist natürlich, dann, wenn Sportarten das schaffen, wie auch bei einer Steffi Graf oder sonst was, dann halt eben sowas oder ein Tiger Woods bei den einzelnen Sportarten zu generieren, solche Charaktere, sind sie aber auch maximal davon abhängig. Es gab ja eine lange Durstphase nach Steffi Graf und Boris Becker. Ja, auf jeden Fall. Na, also natürlich gab es dazwischen auch noch andere wirklich gute Tennisspieler, auch aus dem deutschen Raum. Und es ist ja nicht weniger geworden. Und ja, ich sehe dann halt eben, was? Doch ein bisschen, ne? So viele gute hatten wir leider wirklich nicht. Nein, aber ich wollte sagen, dass, ich weiß, ja wohl, ja doch, war falsch. Wir haben nur Tommy Haas. Tommy Haas hatten wir. Ja, ne? Stimmt, der hat auch noch was gewonnen. Aber, der war zwischendurch sogar auf Platz 2 der Welt, ne? Da erinnere ich mich dran, als wäre es gestern gewesen. Aber dann wird es schon sehr, sehr eng leider. Genau, und die sind dann halt wohl oder weh davon abhängig. Gleichzeitig ist es halt so bei den Sportarten, bei den Vereinssportarten, ein Verein wird sich nicht auf einmal umbenennen und sagen, hier, wir sind jetzt Trallabums. Ne? Genauso ploppen wir jetzt im Fußball Hoffenheim auf. Wo liegt Hoffenheim? Boah, google ich. So, also vom Vergleich her passiert das ja auch und trotzdem können diese Vereine eine Reichweite erzielen, nicht nur aufgrund des Geldes, darüber kann man jetzt auch spekulieren. Sinsheim. Dann weiß ich auch nicht, wo das liegt. Bei Heilbronn, überhalb von Stuttgart. Ah, überhalb von Stuttgart, im Nevada. Alle, die da wohnen, Grüße gehen raus. Und dafür brauchen die Vereine halt einerseits Leute im Vorstand, die davon eine Ahnung haben, das heißt, die wissen, wo die Richtung hingehen soll, und gleichzeitig müssen sie Strukturen schaffen, dass halt der Verein auch präsent ist und nicht nur eventuell der einzelne Spieler, sondern halt eine Kombination zu schaffen, dass halt eben das, was du an einzelnen Personen hast, die herausragend sind, halt auch zurückstrahlt auf den Verein und umgekehrt. Ja. Und ich sehe es bei vielen Vereinen halt, gerade jetzt auch bei den kleineren im Ehrenamt, als sehr, sehr schwierig an. Ich bin bei einem Verein, dessen Seite der letzte Bericht war von 2014 da drauf. Ja, das halt. Und die Webseite hat keine SSL-Verschlüsselung. Die Webseite ist, gelinde gesagt, die Firma, die mal gemacht hat, existiert schon gar nicht mehr. Autsch. das heißt, du kannst dich nicht mal beschweren. Ja, und da sitzt du davor und sagst, okay, da sieht keiner die Not, das zu ändern. Obwohl das Einfallstor von vielen jungen Leuten ist für so ein Vereinsleben. Und wenn sowas halt schon anfängt und dann auch vielleicht nicht aufhört, dann ja, ist es genau das. Also dazu wird es jetzt dann ein kurzer Ausblick hier auch mal eine Technikfolge geben. Ja, da stimmt das. Handballforum. Ja, auch das können wir an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal. Ja, das ist gerade nicht besuchenswert. Achso. Der Link ist trotzdem in der Beschreibung, ne? Ihr könnt euch nicht dagegen wehren. Könnt ihr auch machen, es ist nur nicht wunderbar. Aber besuchen auf eigene Gefahr. Die Firma, die Seite erstellt hat, existiert zwar noch, aber hoffentlich. Das ist jetzt wieder was anderes. Mann, jetzt lass die Leute dann hier nicht. Ups, ja, von A nach B, von B nach C, von C nach D. Wir sind mittlerweile bei P wie Podcast. Das war eine weitere Folge. Schaut auch das nächste Mal wieder vorbei. Auf allen gängigen Seiten findet ihr uns, ne? Und ansonsten findet ihr uns natürlich auch weiterhin hier auf dem Kanal. Die nächste Folge gibt es, wir wissen nicht wann, vielleicht nächste Woche. Schreibt uns gerne, wenn ihr öfter wieder Folgen haben wollt und gebt uns Themen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Teilhabe, lieber Tobit. Mhm. Auch den Link findet ihr in der Beschreibung. Warum Teilhabe? Tschüss.